Ravensburger, in Deutschland hauptsächlich bekannt durch Puzzle und Gesellschaftsspiele, eröffnete 1998 seinen eigenen Freizeitpark, das Ravensburger Spieleland. Der mehrfach als familienfreundlichster Freizeitpark Deutschlands ausgezeichnete Park befindet sich zwischen Ravensburg und dem Bodensee. Für die Kernzielgruppe Familien mit Kindern von 2 bis 12 Jahren bietet das Ravensburger Spieleland in 8 Themenbereichen über 70 Attraktionen. Allesamt mit Bezug zu Ravensburger Spielen oder anderen IP-Gebern. Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, hier im Park seine Helden wie Captain Blaubär, Maus und Co. zu treffen. Außerdem nicht zu verachten ist die unfassbare Masse an Spielplätzen, Klettergerüsten und Rutschen. Das alles hier zu listen, wäre zu viel des Guten. Nichtsdestotrotz gehen wir mit euch jetzt die Attraktionen durch, die das Ravensburger Spieleland so zu bieten hat. Landluft schnuppern könnt ihr im Bereich Grüne Oasen. Hier wartet ganz viel tierischer Spaß mit dem Tierkarussell, welches in Begleitung eines Erwachsenen uneingeschränkt genutzt werden kann. Neu seit 2022 ist die Omira Milchscheune. Hier könnt ihr im Wettbewerb gegeneinander lebensgroße Kühe melken, in einem Milchtanklaster sitzen und vieles Spannendes rund um die Welt der Milch entdecken. Rutschen, toben und abtauchen könnt ihr im wilden Hühnerstall und der Klassiker Wabbelberg steht mit Hüpfwiese gleich nebenan. Von hier aus könnt ihr auch zuerst den ganzen Park mit der Parkeisenbahn samt Ohrwurmgarantie erkunden. Die Schwäbische Eisenbahn wird aber bald den Park verlassen. Ab Spätsommer 2022 kommt der Brio Express im Original Brio Design und die Elisa geht in den wohlverdienten Ruhestand. In der grünen Oase findet sich übrigens auch der Inklusionsspielplatz. Was zum Landleben natürlich auch noch dazu gehört, ist die Ponyreitbahn. Und als ideale Ergänzung dazu gibt es im Ravensburger Spieleland noch eine Traktorfahrt. Auf über 500 Quadratmetern können die Kleinsten selbst zum Landwirt werden, im Glasfahrzeugparcours auf dem Bauernhof. Das schwedische Spielzeugunternehmen Brio hat hier einen eigenen Themenbereich mit der Brio World. Eine rasante Fahrt durch den Hafen gibt es bei Brio Wellenreiter. In der Brio Baustelle werdet ihr selbst zum Bauarbeiter und buddelt mit echten Hitachi-Baggern um die Wette. Auf Verbrecherjagd geht es bei der 60 Meter langen Schlauchbootrutsche der Brio Wasserpolizei. Und die Brio Metro bietet eine wilde Fahrt mit einem 30 Meter langen Tunnel voller Lichteffekte. Der Bereich Kunterbunte Spielewelt hält für euch die beliebtesten Ravensburger Spiele in XXL bereit. Wassermarsch. Wer löscht am schnellsten das qualmende Haus und wird das Siegerteam beim Feuerwehrspiel? Ohne Mama und Papa Gas geben geht im Kiddie-Autoscooter Tempo kleine Schnecke. Der Spieleklassiker Das verrückte Labyrinth steht hier in Lebensgröße und ihr müsst selbst als Spielfigur dort durchlaufen. Knaller! Das Nilpferd ist hier im Freizeitpark nicht in der Achterbahn, sondern ein Wasserrondell, also geht es rund bei Das Nilpferd in der Wasserbahn. Wem das zu schnell ist, jedoch nicht auf ein Wasserkarussell verzichten möchte, geht nebenan zum Quietschentenrennen. Der Themenbereich Entdeckerland bietet auch wieder zahlreiche Spiel- und Kletterplätze, sowie auch einen riesigen Rutschenturm oder den 37 Meter langen freischwebenden Seiltunnel Alpenschlucht. Dieser führt über die größte und vielleicht auch aufregendste Fahrattraktion des Spielelandes. Billy Biebers Alpine Rafting ist eine beachtliche Raftinganlage. Zwar nur 400 Meter lang, dafür aber mit einem Vertikallift, einer ordentlichen Abfahrt und einem riesigen Strudel. Wundert euch nur nicht über die Farbe des Wassers, es ist naturbelassen. Kommen wir nun zur Future World. Hier steht die einzige, wie der Volksmund sagt, Achterbahn des Parks. Bei Ravensburger aber als Kugelbahn bezeichnet. Die Gravitrax Kugelbahn bietet gleich zwei unterschiedliche Fahrten auf den 90 Metern Schienenstrecke. In den blauen Spinning-Gondeln dreht ihr euch frei um die eigene Achse über die gesamte Fahrt hinweg. Dagegen bekommen die roten Looper-Gondeln pro Runde an einer Stelle den Impuls, sich zu überschlagen. Nichts für schwache Nerven und mal was anderes. Im 4D-Action-Kino gibt es mit Peter Pan 4D ein Leinwandabenteuer zu erleben. Und nebenan im Aussichtsturm gibt es die Aussicht über den gesamten Park. Bei der Abenteuertour durch die intergalaktische Mondlandschaft der Future World steuert ihr selbst euren eigenen Jeep bei Moonracer. Captain Blaubär Wunderland ist ein weiterer Themenbereich. Hier gibt es Wasserbox-Autos mit Captain Blaubärs Gummikutter. Entspannter sind die Tretboote Captain Blaubärs Spaßboote.
Und die größte Attraktion mit einer ordentlichen Fahrzeit gibt es mit Captain Blaubeers Abenteuerfahrt. Hier wird mal wieder ordentlich Seemannsgarn gesponnen. Was nun natürlich nicht fehlen darf, ist die Maus- und Elefant-Erlebniswelt. Auch dieser Bereich hat ein Kino. Zwar nicht 4D, aber 3D. Im Mauskino läuft aktuell Der kleine Prinz 3D. Wer mehr Bewegung mag, wird sich bei Basketball mit der Maus austoben können. Rasant und hoch hinaus geht es beim Freifallturm Hier kommt die Maus. Aber keine Angst, das Ganze ist ein Familienfreifallturm. Kakerlakak Riesenschaukel ist auch noch so ein Highlight. Der Ride selbst ist nicht die ganze Attraktion. Es geht schon mit dem Wartebereich los, in dem man, wie bei der Brettspielvorlage, den richtigen Weg nehmen muss. Zu guter Letzt gibt es noch das Mitmachland. Das ist das, was das Ravensburger Spieleland so besonders macht. Viele verschiedene interaktive Attraktionen, die man nicht überall findet. Super spaßig zum Beispiel ist Bosch Car Service Räderwechsel. Räderwechsel mit echten Schlagschrauber auf Zeit gegen andere Gäste. Und damit niemand zu kurz kommt, gibt es das Ganze auch für die Kleinsten bei Bosch Car Service Mini-Werkstatt. Neben Fun Cars gibt es noch die Kinderverkehrsschule der ADAC-Stiftung, wo es den ersten eigenen Führerschein gibt. Eine luftige Fahrt und den Honigtopf gibt es noch bei Hummelflug. Eine Attraktion, die wir so bisher nur hier gesehen haben, ist zum Abschluss noch Max Mäuseschreck. Hier treten auch wieder die Familien gegeneinander an und lassen die Löcher aus dem riesigen Käse fliegen. Wem das alles zu viel ist, der geht einfach in das Ravensburger Puzzlezelt. Übernachten könnt ihr übrigens direkt im Ravensburger Spieleland. Und da habt ihr die Wahl zwischen thematisierten Ferienhäusern, Brio-Eisenbahnschlafwagen sowie Wohnmobil- und Zeltplätzen. Für euren individuellen Besuchstag solltet ihr im Vorfeld die Park-Homepage zu Rate ziehen. Dort findet ihr die aktuellen Öffnungszeiten und auch die für euch zutreffenden Eintrittspreise sind hier aufgelistet. Kurz zusammengefasst zahlen alle von 3 bis 14 Jahren 36,50 Euro und alle ab 15 Jahren 38,50 Euro Tageseintritt. Wie eingangs gesagt, richtet sich der Park an Familien mit Kindern von 2 bis 12 Jahren und das macht er auch perfekt. Aber auch als Erwachsener kann man hier verdammt viel Spaß haben. Natürlich ist das Ganze kein Reiseziel für Thrillseeker oder Adrenalin-Junkies. Will es auch gar nicht. Für uns ist es der perfekte Park mit der besten Auswahl an Attraktionen für Familien. Abenteuer, Spiel und Action mit Captain Blaubeer, Maus und Co. Der Freizeitpark am Bodensee. Ravensburger Spieleland.